Und in 9 Stunden 33 Minütchen kommen wir auch in Uppsala an. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt. Vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René und wir sind heute Samstag hier wieder bei Euro Truck Simulator 2. Da sind wir stehen geblieben. Da fahren wir jetzt weiter. Wir sind in Schweden. Und wenn wir schon in Schweden sind, fahren wir jetzt natürlich weiter hier, ne? Ich möchte mal ganz kurz Info rausholen. Wir müssen also Pause machen, 9 Stunden. Also eine Pause werden wir auf jeden Fall machen, gell? Ein Bräuschen muss ich ausgehen. Jo, 80 dürfen wir fahren. Oder darf ich fahren, besser gesagt, ne? Das Ganze hier alles komplett manuell. Manuell, ne? Keine Ahnung, wo da nämlich der richtige Druckpunkt für vom Gasbetrieb, mit Gas- und Bremsdingens ist, ne? Dass ich hier nämlich eventuellerweise mal den Tempomaten mit einschalten könnte. Ne? Das weiß ich absolut nicht. So, und jetzt hoffe ich, dass ich hier nicht die Straßen so bescheuert weggehen wie in Deutschland hier im Euro Truck Simulator. Schon dann auch schön richtig weggehen hier, ne? Ja, schaut gut aus. Hier gibt es richtig schöne Abfahrten. Das heißt, zweispurig geht's hier voran. Das heißt aber auch für mich, dass ich ruhig in der rechten Spur bleiben kann. So, hier kommt die Auffahrt auf die Autobahn. Hier sind grüne Schilder nach Göteborg oder Göteborg, wie es ja bei uns heißen wird. In Deutsch sagen wir Göteborg und nicht Göteborg. Malmö ist Malmö. Hier auf der rechten Seite schöne Sperrfläche. Zur Information all derjenigen, da darf man nicht halten, nicht parken, nicht befahren. Ne? Ist natürlich aus Sicherheitsgründen. Da vorne kommt eine Tankstelle mit Rastmöglichkeit. Jo, und in 9 Stunden 33 Minütchen kommen wir auch in Uppsala an. Was allerdings für uns bedeutet, wir machen trotzdem vorher eine Pause. Betreffs, ne? Ihr wisst schon, ne? Fahrzeiten, Lenkzeiten einhalten, ne? Ja, von der Gegend her, ja, eine schöne Gegend eigentlich so ringsrum, ne? So mit grünen Wiesen, ein paar Felder hier, das ist schon abgeerntet, Rundballen wurden gepresst, ja, Landwirtschaftssimulator 13 bis 17 lässt grüßen, wenn nicht noch älter, ne? Ein paar Hügelchen gibt es hier, ein paar Autobahnhügelchen gibt es hier auch, beziehungsweise Brücken, weil da unten fährt der Zug. Und vorhin wurden wir von einem Zug sogar überholt. Was ich auch ganz schön finde, dass auch Zugverkehr hier im Euro Truck Simulator implementiert ist. Oh, Helsingborg wäre da auf der linken Seite, müssen wir nicht anfahren. Brauchen wir auch nicht anfahren, weil wir nach Uppsala fahren. Uppsala liegt bekanntlicherweise in Schweden. Schweden hat, so wie ich das hier sehe, grüne Autobahnschilder und weiße Schilder
für Ortschaften, also für Landstraßen, Bundesstraßen oder so, ne? Was mir gerade schon so aufgefallen ist, ne? Deutschland, Österreich hat ja blaue Schilder. Nö, da brauchen wir nicht abbiegen, da bleiben wir da drauf. Schaut nur komisch aus. Aber ist erstaunlich, es geht ganz gut, so mit dem manuellen Gas geben. Mit einem Flugjoystick hier, ne? Also nicht mit dem Stick selbst, sondern mit dem Schubregler, ne? Mache ich das hier. In dem habe ich mehr besseres Gefühl als mit der Pedalerie da unten, beziehungsweise die Pedalerie, die zum Lenkrad dazu gehört. Ersetzt eigentlich nur die Druckknöpfe, ne? Die auch auf dem Lenkrad sind, ne? Aber dafür habe ich jetzt alle Druckknöpfe am Lenkrad zur Verfügung. Bis auf zwei auf der Vorderseite, weil die mit der Gangschaltung hinten zusammenhängen. Wieder einmal, ne? Ja, ne? Anstatt dass man die eigens einprogrammiert hätte oder verkabelt hätte, nee, die werden mit der Gangschaltung verkabelt. Super, ne? Und die Pedalerie wird auch mit zwei Knöpfchen geschaltet. Naja, nicht. Pedalerie habe ich übrigens abgesteckt, weil die nämlich ständig nur herumgesponnen hatte. Und ich fahre ein bisschen zu schnell. So, ja. Oh, links, rechts Bäumchen und grüne Wiesen und Felder hier, ne? Ja. Schöne Gegend, schöne landschaftliche Gegend, wo die Autobahn hier durchgebaut wurde, wenn man das so sagen darf oder kann, ne? Ja, Fahrzeit rennt auch ganz schön gut hinunter, ne? Da kommt mal ausnahmsweise ein blaues Schild daher, keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hat. So, ja, ne, aber da müssen wir auf jeden Fall raus hier, von diesem Autobahnabschnitt. Von dieser Autobahn fahren wir jetzt ab auf einen neuen Abschnitt. Vielleicht ist hier blau die Bundesstraße ausgeschildert. Das könnte ja möglich sein. Ich muss ja ein bisschen hier runterbremsen. Weil sonst biege ich hier in der Leitplanke. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Und jetzt gebe ich hier gerade Vollgas. Und der quält sich da so richtig schön rauf. So, bleiben wir mal kurz stehen hier. Von links kommt nichts, von rechts kommt nichts. Dann fahren wir weiter. In Richtung Wachsel. Wachsel oder... keine Ahnung, wie spricht man das wieder aus hier? Ne? Ich bin ja kein Schwede. Auch wenn ich hier ausschauen sollte wie ein Schwede. Ne? Ich bin kein Borg. Ich bin nicht Borg. Vor allem, ich bin nicht Andy Borg. Ja, ne? So viel zu dem Thema. Wow. Ist auf jeden Fall Bundesstraße, so wie das mitkriegt. Gut, Kreditrate wurde gerade was bezahlt. Dankeschön. Hier sind nur 70 erlaubt. Habe ich mir gar keinen Retarder da reingeschmissen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da mir jetzt alles eingestellt habe. Ich weiß nicht mal, ob ich da die Tastaturen hier geändert habe. Außer Blinker weiß ich, dass ich mir umgestellt habe. Schön brav auf links und rechts, ne?
53.000 am Konto. Ja, bin ich gespannt. Ich gespannt sei. Ich würde ja gerne schauen, dass ich hier darauf komme, ob die auf die hochzerbrechliche Frachten, so wie Helikopter oder Segelboote und so, ne? Oder andere LKWs, ne? Das würde mir schon taugen. Das wird dann auch wahrscheinlich der nächste Schritt sein, dass ich auf die zerbrechlichen Frachten raufgehe, ne? Auf die ganz hochsensiblen, ne? Jo. Fahren wir ein bisschen über Bundesstraßen. Oder kommen wir da schon auf eine Autobahn wieder rauf? Das kann auch möglich sein. Weil diese grünen Schilder hier, ich bin mir fast sicher, dass das bedeutet, ich fahre auf eine Autobahn gleich rauf. Ja klar, da haben wir die nächste Autobahn hier. Welche auch immer das hier ist. In Richtung Stockholm. Sagt man Stockholm oder Stockholm? Das ist eine gute Frage. Uff, das wird aber schwierig. Oh, Autobahn ist ausgeschildert mit grüne Schilder. Aber die Auffahrt ist ziemlich klein gebaut. Kann was sein. Die Straße ist ziemlich eng gebaut. Könnte es möglich sein, dass sie in Schweden nicht so breite Autos fahren? Keine Ahnung. So ein Volvo ist doch auch nicht gerade. Ja, ne? Ja, danke schön, ne? So ein Volvo ist ja auch nicht gerade etwas Kleines, ne? Das Bettchen wird auch schön langsam blau. Das heißt, demnächst werden wir auch mal pennen müssen. In 6 Stunden, genau. Oh, weiß ich nicht. Ich bräuchte noch 2 Folgen für dieses Monat. Entweder ich beende dann jetzt dann schön langsam wieder. Ne? Ich habe ja die Zeit wieder mal im Blick. Oh, werde ich dann mal beenden hier, ne? Wenn ich eine Parkmöglichkeit finde, ran. Ansonsten wieder mal auf den Pannenstreifen hier. Und dann fahren wir die nächsten 2 Folgen hier Richtung Uppsala noch. So. Nur 2 Minütchen kann ich hier noch aufnehmen, dann hätte ich hier 15 Minuten voll in der Route da. Wird plus minus 1-2 Minütchen oder 1 Minute vielleicht, ne? Na, schauen wir mal, ne? Ja, da rechts, ein schöner See da, ne? Wow. So die kleinen Häuschen. So rote Häuschen waren da. Oh. Ist das irgendwie süß? Irgendwie schnuckelig. Ah, da gibt es eine Tanke. Da werden wir mal kurz stehen bleiben. Danken sollten wir sowieso auch. Habe ich das Gefühl. Werden wir mal hier kurz auftanken. Dann noch kurz stehen bleiben. Taste 3. Tanken wir mal. So, und jetzt werden wir da mal schauen. Ne?
Was kann man da? Ja, so schaut's ganz gut aus. Ein Screenshotchen. Und mit diesem Bild hier verabschiede ich mich für den heutigen Tag von euch. Nächste Woche geht es hier weiter. Samstag, Euro Truck Simulator 2. Auf unserem Weg von Kopenhagen nach Uppsala. Tschüss.